Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu dieser kleinen Nachbesprechung von meiner Reise nach Brighton. Und direkt vorneweg, für diejenigen, die hoffen, irgendwas über Heart of Thorns zu erfahren, vorerst noch nicht. Da liegt eine kleine NDA drauf. Das Video ist unter anderem dazu da, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Was ist genau passiert? Wann fällt die NDA? Wann erzähle ich mehr von der Reise? Denn das hier soll wirklich nur so eine kleine Nachbetrachtung werden. So ein kleiner Hinweis darauf, dass ihr auch wirklich nichts verpasst, was demnächst hier passiert. Rund um Gate News, Heart of Thorns und Co. Passend dazu habe ich ein paar Bilder für euch mitgebracht. Das hier ist im Hintergrund gerade der Hauptbahnhof von Brüssel. Und ja, ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was die Reise angeht, aber halt nicht zu viel. Und ebenfalls direkt der Hinweis vorneweg, ihr hört im Hintergrund ein bisschen Factions-Musik, den offiziellen Soundtrack. Das hat nichts mit einem versteckten Hinweis zu Heart of Thorns, mit den Wünschen nach Kanter oder ähnlichem zu tun, sondern das ist einfach nur eine schöne begleitende Musik für ein gemütliches kleines Video. Ja, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, werden es auf Twitter verfolgt haben, die Reise. Viele dieser Bilder werdet ihr wahrscheinlich schon kennen, eben über unsere sozialen Kanäle. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist das ein kleines, hübsches Video. Ich werde, wie gesagt, ein bisschen drumherum erzählen. Und hauptsächlich findet dann die Nachbesprechung des Events tatsächlich am Donnerstag, 19 Uhr auf unserem Twitch-Kanal, twitch.tv/gatenews, statt. Da sprechen wir dann im Podcast wirklich über das gesamte Event. Dann ist nämlich auch bereits die NDA gefallen. Und ich kann über Heart of Thorns und über die verrückten Dinge, die NCSoft da mit uns veranstaltet hat, ganz in Ruhe sprechen. Die NDA fällt, dann haben wir das vorneweg auch schon abgehakt, am Dienstag, das ist der 3. März um 15 Uhr, Punkt 15 Uhr, solltet ihr also eure Augen auf Gate News, Facebook, Twitter und wo auch immer sonst halten, damit ihr wirklich nichts von dem verpasst, was kommt von unserer Seite. Ich habe gerade schon erwähnt, dass hier im Hintergrund ist der Hauptbahnhof von Brüssel. Und die Leute, die jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, Sputti nach Brighton, klingt erstmal so nach einem typischen, ich steige in den Flieger, bin in anderthalb Stunden da und fliege dementsprechend auch wieder anderthalb Stunden zurück, Tag. So war es aber nicht, denn ich habe aus gesundheitlichen Gründen, und da ging auf Facebook schon die erste Hysterie um, oh mein Gott, Sputti kurz vorm Grab, Fragezeichen. So dramatisch ist es natürlich nicht. Gesundheitliche Gründe, das bezieht sich vor allem auf mein Ohr und auf Probleme mit dem Druck. Deshalb habe ich mich bei dem Gedanken ans Fliegen ein bisschen unwohl gefühlt, habe in Absprache mit NCSoft den Zug genommen und kann jetzt offiziell sagen, Zugfahrten nach England, ja, ist recht günstig, ist recht schnell, in Anführungszeichen, denn man hat das Problem, dass besonders Umstiegszeiten einen da ja sehr in die Bredouille bringen können. Und mein Lieblingsort, um umzusteigen, ist von heute an definitiv nicht Brüssel. Denn das war der Ort, an dem ich auf der Hinfahrt 3 Stunden verbringen durfte. Die habe ich genutzt, um so ein bisschen mich durch Brüssel zu bewegen und mir das Ganze so ein bisschen anzuschauen. Und kann halt wirklich aus tiefstem Herzen sagen, der Teil rund um den Hauptbahnhof von Brüssel ist absolut hässlich. Ich bin echt entsetzt eigentlich, wie unglaublich hässlich dieser Bereich ist. Das, was ihr hier seht, das sind die schönen neuen Bürogebäude im Hintergrund vom Hauptbahnhof. Das ist, glaube ich, sogar der Haupteingang. Das, was ihr vorhin gesehen habt, war so ein bisschen der Seiteneingang vom Hauptbahnhof. Und je weiter man sich dann von da entfernte, da sieht man das noch so schön, die Gebäude, die Bürogebäude im Hintergrund. Und davor sah es dann halt schon ein bisschen hässlicher aus. Viele merkwürdige Gebäude, viele teilweise abgerissene Gebäude, teilweise Stellen, die so aussehen, als hätte man seit Jahren nichts damit geplant, und das halt direkt in Hauptbahnhofnähe, und circa 700 Hotels, die sich so rund um den Bahnhof selbst ansammeln. Wie gesagt, ein bisschen intensiver sprechen wir auf jeden Fall darüber dann im Podcast. Da gab es auch einige lustige Reaktionen auf Twitter, was die Hotelsachen angeht. Aber es ist wirklich so, wenn wir es hier zeigen, da steht Hotel, das ist ein Hotel, das ist ein anderes Hotel, das ist nochmal ein Hotel, da unten steht Hotel und da oben ist noch ein Hotel. Und so reihte sich das halt rundrum durch Brüssel.
Ja, das war der schwierige Halt von der Reise oder der nervigste Halt von der Reise. Es begann alles am Dienstagmorgen 5 Uhr. Ich kam dann am Dienstagnachmittag um 5 Uhr englischer Zeit an. Also nochmal mit einer Stunde Zeitverschiebung war ich gute 13 Stunden unterwegs. Und, oh ja, oh, das hätte ich fast vergessen. Ich lasse euch mal in den Kommentaren schätzen, was genau das hier ist. Das findet man aber rund um den Brüsseler Hauptbahnhof relativ häufig. Viel Spaß bei euren verrückten Ideen. Ja, und dann, NCSoft hat, wie gesagt, eingeladen, hat uns in einem Hotel schlafen lassen. Wir hatten einige lustige Tage, einige lustige Abendessen. Wie gesagt, viele dieser Bilder kennt ihr, einfach schon von Twitter, unter anderem das hier mit Ramon. Das war beim Abendessen am Dienstag. Am Mittwoch selbst fand dann halt die Präsentation, die Vorstellung und auch ja, die Demo, wie es ja offiziell angekündigt wurde, von Heart of Thorns statt. Und dazu gibt's dann in den nächsten Tagen mehr Videos und mehr Informationen im Podcast um 19 Uhr am Donnerstag. Ich kann das nur nochmal so betonen. Das war der Platz, an dem ich das Event spielen oder ja, was auch immer ich da machen durfte. Ja, das halt muss ich auch noch ein bisschen bedeckt halten. Das war der Platz, auf jeden Fall mein Sitzplatz, Glas Wasser dazu. Ich hatte eine der wenigen amerikanischen Tastaturen. Auch da werde ich mich im Podcast sicherlich nochmal genauer drüber auslassen. Und ja, ich würde sagen, den Rest könnt ihr euch jetzt so ein bisschen ausmalen. Ein paar Tage gedulden müsst ihr euch. Auch darum geht es hier primär in dem Video, um euch jetzt so ein bisschen heiß zu machen auf das Event, ja, und vor allem auch auf den Fall der NDA. Also zwei dicke Termine streicht sie euch an im Kalender. Das ist einmal der 3. März, das wird um 15 Uhr sein, da fällt die NDA. Und dann gibt's was auch immer wir für euch vorbereitet haben. Und am Donnerstag, dem 5. März um 19 Uhr, dann der Podcast mit allen Informationen, mit der kompletten Geschichte, mit der kompletten Reise. So, den hier hatte aus Spaß geschrieben vorhin im Chat. Ja, das wird dann sicherlich wieder ein 4-5-Stunden-Podcast. Ich hoffe, ich kann mich zügeln. Es wird aber wahrscheinlich mir selbst nicht so leicht fallen, weil ich sehr, sehr schnell ins Erzählen, gerade wie gesagt, alleine über Brüssel könnte ich wahrscheinlich schon 20 Minuten erzählen. Das war das Hotel, Queen's Hotel in Brighton. Ihr habt auch gerade das Ganze nochmal so ein bisschen von innen gesehen. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Blick aufs Meer, der gleich kommen wird, wenn der LKW weg ist hier, lasse ich euch jetzt im Träumen, im Schwärmen. Und ich hoffe, ihr behaltet die zwei wichtigen Termine im Hinterkopf. Es lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich versprechen. Ja, das war's an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem kleinen Rückblick auf die Reise nach Brighton. Wie gesagt, die richtig spannenden Termine kommen noch. Und ich freue mich sehr darauf, frei über alles reden zu dürfen dann. Das hat mich auch schon jemand gefragt, kein Bild von Wooden Potatoes veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob ihr die Hysterie um das Aussehen und ja, um ein Foto von Wooden Potatoes mitbekommen habt, der übrigens lustigerweise auch Alex heißt. Und dementsprechend, ich halte mich natürlich daran, er möchte die Anonymität, die werde ich auch beibehalten. Die hat ArenaNet beibehalten und ja, ich habe das ganze Drama auf Reddit sowieso nicht verstanden. Gut, das soll es aber jetzt definitiv gewesen sein. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.